Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit dir Schritt für Schritt diesen Schrank einstellen, beziehungsweise die Schranktüren von einem Schrank. Und das Ganze ist wirklich ganz, ganz einfach. Was benötigst du dazu? Diesen Schraubendreher. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie gesagt, um die Schranktüren einzustellen, brauchst du nur einen Kreuzschraubendreher. Ganz, ganz wichtig, nimm keinen Schlitz, da ist die Gefahr ziemlich groß, dass du die Schrauben kaputt machst und somit kannst du dann die Schranktür nicht mehr einstellen. Ja, so eine Schranktür einzustellen ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es gibt drei Optionen, die du einstellen kannst und die zeige ich dir jetzt. Übrigens gibt es über dieses Highboard hier auch eine Videoanleitung. Da habe ich zusammen mit Mrs. Handwerk das Ganze gebaut. Das ist ein Zweiteiler. Dort erklären wir dir wirklich Schritt für Schritt vom Zuschnitt her, von Topfbändern anbringen und so weiter und so fort, wie du das Ganze bis zum fertigen Ergebnis selber bauen kannst. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Video. Und da zeigen wir dir auch, wie gesagt, wie du solche Topfbänder, Topfscharniere anbringen kannst. Die sind zu 95% in den meisten Schränken verbaut. Und wie gesagt, gibt es da drei Einstellmöglichkeiten. Wenn du sowas selber anbringen willst, kann ich dir zwei Tools empfehlen. Einmal ein Pfostenbohrer von Hettich und eine passende Schablone von Hettich. Die ist bläulich, bekommst du eigentlich überall zu erwerben. Und damit kannst du wirklich spielend leicht Topfbänder anschlagen. Aber das erkläre ich dir auch alles in diesem Video. So eine Schranktür gibt es, wie gesagt, drei Einstellmöglichkeiten. Einmal können wir die von der Breite her einstellen, von der Höhe her und von der Tiefe. Und das Ganze machen wir an den Topfband. So eine Schranktür hat meistens immer zwei Topfbänder, einmal unten, einmal oben. Und je nachdem, wenn die Schranktür etwas höher ist, dann habt ihr eventuell noch ein drittes. Diese drei Bänder könnt ihr einstellen. Es gibt, wie gesagt, drei Positionen oder drei Einstellmöglichkeiten. Die erste ist, dass ihr die Tiefe der Schranktür einstellen könnt. Diese Schranktür ist jetzt hier flächenbündig mit dem Korpus, sprich, die sollte relativ bündig sein. Wenn die das nicht ist, dann könnt ihr die Tiefe anhand dieser hintersten Schraube hier, die Justierschraube, das Ganze einstellen. Diese Schraube hier ist ein recht, oder beziehungsweise dieses Topfband ist ein recht modernes, neues Topfband. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach mit dem Kreuzschlitzschraubendreher bedienen und die Tür wandert weiter rein oder weiter raus. Bei den älteren Modellen ist es so, dass ihr die hinterste Schraube lösen müsst und dann könnt ihr per Hand das Topfband beziehungsweise die Schranktür nach vorne oder nach hinten drücken. Das rastet dann ein, hinten ist ein kleines Rastersystem und dann könnt ihr die Schraube wieder fixieren. Und somit könnt ihr dann die Tiefe von so einer Schranktür einstellen. Und dann gibt es die zweite Einstellmöglichkeit. Ihr könnt die vorderste Schraube weiter reindrehen, dann kommt die Schranktür weiter raus oder ihr dreht die Schraube raus und dann geht die Schranktür weiter rein. Sprich, dadurch wandert die Tür weiter nach rechts und ihr habt hier das Spaltmaß etwas vergrößert. Das könnt ihr, wie gesagt, unten und oben machen. So könnt ihr die Tür dementsprechend positionieren. Dann die dritte Einstellmöglichkeit ist, dass ich die Tür von der Höhe her einstelle. Es kann auch sein mit der Zeit, dass so eine Tür mal runtersackt. Wenn man sich beispielsweise jetzt hier auch mal anlehnt oder ein bisschen Kraft drauf gibt, dann sackt so eine Tür runter und dann hört ihr auch wieder unten das Schleifen bzw. das Spaltmaß stimmt dann wieder nicht. Wie könnt ihr das einstellen? Da müsst ihr alle Topfbänder, die oberste und unterste Schraube lösen und dann könnt ihr die Tür etwas hochdrücken und dann wieder alle gleichmäßig festziehen. Ein kleiner Tipp von mir, ihr könnt hier unten beispielsweise auch hier ein Stück Holz oder einen Glasklotz runterlegen, die Tür dann positionieren und dann das Ganze festschrauben. Weil meistens, wenn ihr das Ganze alleine macht und dann festschraubt, in dem Moment, wo ihr das Ganze festschraubt, sackt die Tür automatisch wieder runter. Natürlich ist das Ganze ein bisschen Fummelarbeit, also man muss sich da so ein bisschen reintasten und das Ganze so ein bisschen, ja, sich dafür Zeit nehmen. Und wenn ihr die Türen natürlich jetzt selber gebaut habt, wie bei diesem Schrank hier, und wenn die nicht richtig im 90-Grad-Winkel sind, dann ist es natürlich noch schwieriger. Es gibt heutzutage unterschiedliche Topfbänder, es gibt wirklich einfache, schlichte. Dann gibt es welche mit Abdeckung und es gibt sogar welche, die haben einen Dämpfer drin. Das heißt, wenn ihr die Tür dann zumacht, die hat jetzt hier keinen Dämpfer drin, dann knallt die normalerweise. Wie bei Küchenauszügen kennt ihr das wahrscheinlich, die Schubläden heutzutage, die haben jeder einen Dämpfer verbaut. Und sowas gibt es heutzutage bei den Topfscharnieren auch. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung drei Arten verlinken. Ihr könnt bei Bedarf auch die Topfscharniere ändern. Beziehungsweise ihr müsst darauf aufpassen, dass eure Türen eventuell aufschlagend sind, flächenbündig oder zurückspringt. Das solltet ihr unbedingt beachten.
So, die Spaltmasse stimmt wieder alle, die Tür, die schleift nicht mehr und der Schrank ist wieder wunderbar eingestellt. Ich hoffe, du zu Hause hast das auch hinbekommen. Wenn ja, dann lass doch mal bitte einen Kommentar da, würde mich drüber freuen. Ansonsten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier folgen regelmäßig Handwerksvideos von Möbelbau zu Einstellungssachen bis hin zum Sonnenschutz und. Also alles, was das Thema Handwerk betrifft, wirst du hier auf meinem Kanal finden. Also ich würde mich über ein Abo freuen und gib dem ganzen Video einen Handwerker-Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr, denn dann gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk und vielleicht auch mit Mrs. Handwerk. Bis dann, ciao.